YouTube, ich bin's der Tim von den Tech-Profis und das hier ist mein Video zu Thunderbolt hier. Thunderbolt ist ein neuer Anschluss, eine neue Schnittstelle an euren MacBook Pros. Der ein oder andere wird sich schon gefragt haben, warum denn jetzt schon wieder einen neuen Anschluss? Wir haben doch USB, wir haben Firewire, ja richtig, aber die sind zu langsam. Dieser Thunderbolt, der hat jetzt die Möglichkeit, dass ihr sogar Displays und Festplatten und alles, was ihr einfach habt, in Reihe aneinander zu ketten und dann an euren Laptop anzuschließen. Der gibt nämlich ordentlich was her. Der ist 20 mal schneller als USB 2.0, gibt 10 Gigabits pro Sekunde und ist damit noch einmal doppelt so schnell wie euer USB 3.0, den ihr natürlich nicht in Apple-Geräten findet bis jetzt, sondern halt von AMD auf manchen Mainboards verbaut ist. Naja, gehen wir mal weiter. Wie sieht der denn aus? Hier seht ihr es. Dieser Anschluss ist ähnlich aufgebaut wie unser Mini-Display-Port, den wir ja schon kennen. Der ist dementsprechend gut geformt, würde ich mal sagen. Hier diese Kanten verhindern, dass man den Stecker einfach umgedreht probiert hinein zu befördern. Das vermisse ich ein bisschen bei den USB-Steckern. Die sind dafür sehr, sehr einfach gefertigt. Und naja, es ist auch schon mal passiert, dass hier dieses Plastik in diesem USB-Stecker bei mir gebrochen ist. Natürlich nicht am Laptop, sondern in einem Hub. Aber naja, das passiert einfach. Und ich hoffe mal, dass dieser Thunderbolt hier ein bisschen besser hält. Der ist sehr klein, der Anschluss. Das macht ihn auch attraktiv für kleine Geräte wie Handys oder vielleicht sogar das iPad? Das iPad könnte nämlich dann mit so einem Thunderbolt-Anschluss ausgestattet werden und dann könnte man da eine Festplatte oder halt auch mal so ein Display anschließen. Das halte ich doch echt mal für sehr, sehr interessant. Vielleicht hat sogar das neue iPad 2 dann diesen Anschluss drin. Würde mich sehr freuen, ehrlich gesagt. Das Problem ist, wir haben im Moment einfach noch nichts auf dem Markt, was diesen Anschluss wirklich ausnutzt. Also es gibt zwar so eine SSD, aber naja, ich meine, ihr habt sicher nicht das nötige Kleingeld für so eine Highspeed-SSD, die den Anschluss ausnutzt. Dann müsst ihr halt mehrere Sachen dran anschließen. Hier auf dieser Seite wird auch noch gesagt, dass das Ganze wahrscheinlich sich erst in 2, 3 oder 4 Jahren durchsetzen mag. Ich bin da optimistisch und wir gehen mal weiter zu den Financial Times hier. Der Blitz schlägt ein, wird hier gepostet und ihr seht es, Thunderbolt 10, USB 5, Firewire 0,8 und USB 2.0, also das, was ihr im Moment habt, wahrscheinlich überwiegend 0,5. Also Steinzeit. Gut, was haben wir denn hier? Also, vor 16 Jahren wurde USB entwickelt und Apple ist jetzt der Vorreiter. Mit Intel zusammen haben die diese neue Schnittstelle, die ja von Intel entwickelt ist, die diese neue leistungsstarke Schnittstelle mal in die Apple Laptops gebaut. Und naja, vielleicht setzt es sich ja durch. Es kommt darauf an, wie teuer die Endgeräte dann im Endeffekt sind. Gut, wenn ihr einen Apple-Laptop kauft, dann sind die sowieso schon so teuer, dass sich das nicht großartig auswirkt, ob der jetzt so ein kleiner Anschluss drin ist oder nicht. Aber so Hersteller wie Acer oder Lenovo, die haben da wahrscheinlich noch ein bisschen Respekt vor und wollen das noch nicht anbauen. Die bauen lieber Stecker ein, die sie schon durchgesetzt haben. Und na, nehmen dann einen großen Aufpreis dafür, dass da dann ein Thunderbolt-Stecker drin ist. Apple sieht das ganz anders, die bauen den einfach mal ein und schauen mal, ob er sich durchsetzt. Gut, warum haben wir denn jetzt eigentlich noch kein USB 3.0 in den ganzen Geräten? Ne? Da stellt man sich ja echt die Frage und das liegt einfach daran, dass Intel und Apple einfach keinen Bock drauf haben. Also ich sage das jetzt mal so pauschal hier. Es ist einfach so, die sind nicht davon überzeugt von diesem USB 3.0 und AMD verbaut ihn schon in den Chipsätzen. Intel verweigert das bislang. Die haben das vielleicht in kleinen Teilen schon. Vielleicht gibt es irgendwo ein Mainboard, wo so ein USB 3.0 mal drauf ist. Aber naja, das ist dann nicht der Standard. Und dieser Standard soll erst eingeführt werden ab 2012, das heißt nächstes Jahr. Und vielleicht hat sich bis dahin schon Thunderbolt so auf dem Markt durchgesetzt, dass ihr dann halt im Endeffekt gar nicht mehr zurück wollt und unser neuer Anschluss dann Fuß gefasst hat.
und der neue Standard wird. Wie hier die Telekom schon sagt, und zwar früher oder später könnte USB ganz verschwinden. Naja, eine gewagte These, dieses Light Peak hier, dieser schöne Anschluss, der ja auch per Infrarot, das heißt per Glasfaser, die höchste Leistung dann im Endeffekt bringt. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Variante. Wir werden sehen, ob er sich durchsetzt. Ihr seid jetzt auf jeden Fall wieder auf dem allerneuesten Stand, wie ich finde. Schreibt doch einfach mal unten rein, warum setzt er sich nicht durch und warum setzt er sich durch, dieser Anschluss? Das würde mich sehr interessieren. Ja, und klar, damit haken wir das Ganze jetzt mal ab hier, unseren neuen Anschluss, unseren Thunderbolt.